Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Pecunia, dem Finanz- und Versicherungsmagazin. Sehen Sie jetzt, was wir für Sie heute vorbereitet haben. Kunden wollen bei Versicherungen überwiegend über das Internet beraten werden. Das persönliche Gespräch hat ausgedient. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Hamburger Unternehmensberatung InnoValue, für die 750 Kunden, 450 Ausschließlichkeitsvertreter und 80 Versicherungsmakler befragt wurden. Online-Services und Beratungs-Apps sind schwer im Trend. Auch vor der Versicherungsbranche macht die neue technische Innovation keinen Halt. Bei einfachen Versicherungsprodukten plädieren 73% der Kunden für eine Online-Beratung. Bei komplexen Produkten wie der privaten Krankenversicherung, der Altersvorsorge oder der Berufsunfähigkeitsabsicherung lehnen 55% mittlerweile eine Vor-Ort-Beratung ab. Versicherungsgesellschaften müssen sich im Internet jedoch vom klassischen Marketing verabschieden. Ein Wandel, der offensichtlich noch nicht stattgefunden hat, wie die Studie der Hamburger Unternehmensberatung InnoValue zeigt. Social Media effektiv einzusetzen und zu nutzen, das liege für die meisten Versicherer noch in weiter Ferne. Hier sei Individualität und Umdenken gefragt. Cloud Computing, Big Data und Mobilität könnte dabei die Innovationskraft der Versicherer fordern und fördern. Wie ist das eigentlich? Muss eine Versicherungsberatung bei mir zu Hause im Wohnzimmer stattfinden oder muss ich zu meinem Versicherungsberater, Makler oder Vertreter in sein Büro gehen? Oder kann das nicht auch heutzutage online, also virtuell stattfinden? Was ist von Versicherungs-Apps zu halten und ja, wohin geht einfach der Trend bei Versicherungen, die ja doch eher etwas konservativer aufgestellt sind? Das möchte ich besprechen mit meinem heutigen Studiogast, Herr Solka, selber Versicherungsexperte und Versicherungskaufmann. Herzlich willkommen in der Sendung. Ja, schönen guten Tag, hallo. Ja, wie ist das mit der Versicherungsberatung? Muss ich da noch als Berater irgendwo hingehen oder muss ich als Kunde zu meinem Berater gehen oder kann das auch virtuell stattfinden? Also grundsätzlich ist es im heutigen Zeitalter nicht mehr notwendig, dass eine Versicherungsberatung wirklich beim Kunden oder Mandanten vor Ort im Wohnzimmer, wie man so schön sagt, stattfindet. Mhm. Oder dass jemand zu mir ins Büro kommt, sondern es kann auch über Online-Präsentationen, auch über E-Mail-Verkehr funktionieren, gegebenenfalls auch über die angesprochenen Apps. Und wie muss ich mir das dann vorstellen? Ich bin also irgendwo unterwegs, was weiß ich, im Zug oder im Flughafen und dann klicke ich auf die App und dann, was passiert dann? Ja, also ich habe über diese gewissen Versicherungs-Apps die Möglichkeiten, Versicherungsverträge abzuschließen, die dann auch einen sofortigen Versicherungsschutz gewährleisten. Ja. Für gewisse Versicherungsbereiche ist das ratsam, beispielsweise wenn ich ein Mofa-Kennzeichen haben möchte oder wenn ich Haushaltsgeräte absichern möchte oder ein Handy, wenn ich mir das sofort kaufe, wo es halt nicht darum geht, eine langwierige Beratung wirklich zu haben. Also quasi für so, ich sag mal, Kurzentschlossene, die jetzt mal eben schnell einen Versicherungsschutz brauchen, die klicken einfach drauf und haben ihn. Richtig, genau. Ersetzt aber wahrscheinlich nicht die umfangreiche Beratung. Nein, die umfangreiche Beratung ersetzt es in keinster Weise. Mhm. Gerade bei Versicherungen geht's ja meistens auch um das, was in den Bedingungen steht. Ja. Das ist über eine App meiner Meinung nach gar nichts zu überprüfen, gar nicht nachzulesen. Okay. Also eine Beratung ersetzt es auf jeden Fall nicht. Und jetzt nochmal einen Schritt zurück. Jetzt möchte ich aber ein Beratungsgespräch haben. Ich möchte aber nicht durch die Gegend fahren und ich möchte auch nicht abends um 21 Uhr jemand bei mir auf der Couch sitzen haben, der nicht mehr gehen will, bevor ich nicht abgeschlossen habe. Das geht auch online. Das funktioniert grundsätzlich auch online. Es gibt halt die Möglichkeit, entweder über Online-Präsentation mit dem Kunden am Telefon eine Beratung durchzuführen oder halt komplett wirklich, dass sich Kunden auch auf Bildschirme des Versicherers oder des Vertreters aufschalten können. Ja. Und auch, wie gesagt, am Telefon und per E-Mail ist das natürlich auch möglich. Und dann sieht man sich quasi wie bei Skype oder bei ähnlichen. Ja, richtig, richtig, genau. Okay. Genau, sowas funktioniert auch. Das ist natürlich nicht schlecht, weil wenn dann der Berater oder auch der Kunde jetzt nicht im gleichen Ort sind, wäre das ja möglich, quasi einmal um die Erde, ne? Richtig, genau. Es ist halt quasi weltweit möglich, auch wenn beispielsweise der Kunde gerade auf einer Geschäftsreise ist und ein Beratungsbedarf da ist, kann man ihn insoweit halt natürlich auch beraten, auf jeden Fall. Diese Versicherungs-Apps, was ja heutzutage auch sehr in ist, eine App für alles,
ist aber auch ein bisschen in der Kritik. Also ich glaube, die Versicherungsbranche selber warnt auch ein bisschen. Wo liegen denn da die Gefahren? Ja, die Gefahren, die da drin liegen, man muss einfach beachten, dass sobald man diese Apps benutzt, geht man auch in gewisser Weise einen Maklervertrag ein, überträgt seine bestehenden Verträge auf die entsprechende Gesellschaft, auf den entsprechenden Makler, der hinter diesen Apps steht. Ja. Und man muss dann halt auch beachten, dass die bestehenden Verträge, die vielleicht auch einfach bei meinem Nachbarn oder bei meinem Bekannten aktuell in der Verwaltung sind, dass diese Verträge dort weggeschlüsselt werden und er auch nicht mehr mein Ansprechpartner ist. Und wenn ich jetzt mal einen nervösen Finger habe und ich drücke aus Versehen drauf, das passiert ja auch manchmal, wenn man im Internet, man klickt auf was, was man gar nicht will. Und ich habe jetzt was abgeschlossen, gibt es aber ein Widerrufsrecht, vermute ich mal. Das ist richtig. Das ist auf jeden Fall so. Also besteht die Gefahr jetzt nicht, dass man irgendwo dranhängt und hat einen Vertrag an der Backe, den man eigentlich gar nicht haben will? Es gibt ein Widerrufsrecht. Natürlich, wenn man Dinge im Internet abschließt, halt auch, das ist dann gleichgesetzt auch in diesen Apps. Man ist dann nicht sein Leben lang daran gebunden, wenn man dann vielleicht, wie Sie gerade schon gesagt haben, einmal einen falschen Klick gemacht hat oder sowas. Nur oftmals klemmt man sich dann auch einfach gar nicht mehr dahinter, sondern schließt vielleicht von unterwegs einen Vertrag ab über diese App, denkt vielleicht auch gar nicht mehr dran oder sieht vielleicht auch gar nicht, dass dann ein Makler hintersteckt. Und dann sind auch gewisse Widerrufsfristen auch gegebenenfalls schon verstrichen. Das ist ein sehr interessantes Thema, was wir gleich im zweiten Teil weiter vertiefen werden. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und sehen uns dann gleich wieder. Studio 47. Wir sehen uns. Ja, selbst wenn der Finger mal zu nervös auf dem Handy hin und her klickt und es werden dann Verträge zum Beispiel über eine App abgeschlossen, hat man immer wieder die Möglichkeit, das zu widerrufen. Herr Solka, quasi nach dem Prinzip der alterlosen Strümpfe, es gibt immer den Weg wieder zurück, indem man einen abgeschlossenen Vertrag auch widerrufen kann, sagten Sie ja gerade. Richtig, genau. Gibt es da noch andere Gefahren, an die man denken muss? Ja, die Gefahren, die halt dahinter stehen, ist, dass, wie schon gesagt, dass die Verträge aus der Verwaltung von meinem Bekannten oder vielleicht auch aus einem familiären Bezug herausgeschlüsselt werden, weil ich halt über diese App diesen Maklervertrag eingegangen bin. Gegebenenfalls können auch Sonderrabatte, die vorher gewährleistet wurden, können vielleicht auch aus den Prämienrechnungen rausgerechnet werden durch diesen Abschluss. Das sind halt auch Gefahren, die dort lauern. Und was man auch beachten muss, ist halt auch in gewisser Weise der Datenschutz. Wenn ich natürlich auch mein Handy verliere und der Zugriff auf diese App gegeben ist, kann natürlich auch, ich sag mal, jeder auch in meine Versicherungsverträge, meine Vermögenswerte auch einfach reingucken. Was Thema Versicherungspolicen, das ist ja auch so ein großes Thema, so ein Durcheinander. Nicht immer hat man ja einen sehr aufgeräumten Schreibtisch oder einen sehr aufgeräumten Esstisch, wo dann die Unterlagen ausgebreitet sind, sondern man hat irgendwo die Sachen kreuz und quer in der Wohnung liegen. Und über Apps kann man das jetzt organisieren. Richtig, genau. Wie ist das? Wie funktioniert das? Also es ist halt so, dass ich in dieser App meine Versicherungsnummern und meine Versicherungsgesellschaften, wo ich die bestehenden Verträge habe, eintrage. Im Hintergrund ist dann dieser besagte Makler dafür zuständig, sich die aktuellsten Versicherungsbedingungen und auch die Verträge zu besorgen von den Gesellschaften. Die werden dann dort auch hinterlegt, dass ich auch weltweiten Zugriff darauf habe. In der Regel sind das halt PDF-Dateien, dass ich von unterwegs auch einfach nachgucken könnte, was habe ich überhaupt versichert. Was natürlich im heutigen Zeitalter sehr vom Vorteil ist, weil ich einfach nochmal nachgucken kann, was habe ich überhaupt für Versicherungsverträge. Ich habe Sie schon richtig verstanden. Man muss ein bisschen selektiv vorgehen. Also gewisse Informationen auf dem Handy dabei zu haben, ist ja besser als im Ordner zu Hause im Schrank. Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht auf einmal, so habe ich Sie jedenfalls verstanden, per Knopfdruck auf einmal in irgendeinen Vertragsverhältnis mit einem anderen Makler steht. Genau, das ist vollkommen richtig. Also, sobald ich mich in dieser App halt anmelde, gebe ich halt diesem Makler, der im Hintergrund quasi dazu da ist, um meine Verträge zu verwalten. Wie gesagt, ich gebe ihm dann den Auftrag dazu. Und der Vorteil natürlich, ich habe meine Versicherungsverträge ständig dabei. Ich kann nachgucken, was habe ich versichert. Man muss halt abwägen, was möchte ich unterm Strich natürlich auch. Und jetzt so aus Ihrer beruflichen Erfahrung, welche Anwendung
über Handy, über Apps oder über Social Media, darüber hatten wir noch gar nicht geredet, soziale Netzwerke zum Beispiel. Gibt es dort irgendwie einen Anknüpfungspunkt, wo Sie sagen, das macht Sinn im Punkto Versicherung? Also es ist meiner Ansicht nach auf jeden Fall sinnvoll, die Technik zu nutzen. Ja. Es wurde immer gesagt, die Versicherungsbranche ist von dieser Digitalisierung noch nicht so betroffen. Aktuell sind wir genau da drin, ja, dass wir alles digital mittlerweile machen. Der Vorteil ist auf jeden Fall, wenn ich Schäden auch einfach melden kann, wenn ich meine Versicherungsnummern zur Hand habe, gerade wenn ich auch beispielsweise einen Kfz-Unfall habe, dass ich dem Unfallgegner auch meine Versicherungsgesellschaft direkt mitteilen kann, weil sich selten ein Kunde damit auch noch auseinandersetzt, wo habe ich die Verträge, bei welcher Gesellschaft überhaupt. Ah, ja. Das beschleunigt die Abwicklung im Endeffekt. Sie sagten gerade, das finde ich interessant, Kfz-Schäden. Dann können Sie wahrscheinlich auch am Unfallort gleich wahrscheinlich dokumentieren, mit Ihrem Handy Aufnahmen machen, filmen, Fotos machen und die dann gleich in Ihre App legen. Richtig, und genau. Dann wahrscheinlich, dann hat der Versicherer direkt die ersten Informationen. Das richtig, ist, genau. Ist natürlich toll. Genau, also wir haben halt die Möglichkeit, oder es gibt halt die Möglichkeit, das wird auch von einzelnen Versicherern selber angeboten, ja, dass man direkt Schäden melden kann auch, ja, dass man auch gegebenenfalls direkt die Telefonnummern hat von den Versicherungsgesellschaften, ja, um Schäden auch zu melden, telefonisch, ja, dass man halt im Großen und Ganzen seinen Versicherungsordner, den man zu Hause hat, quasi am Mann hat, okay, und das weltweit. Vielen Dank für die interessanten Informationen, die Sie uns heute gegeben haben zu dem Thema innovative Techniken zu Versicherungen. Besten Dank. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Wir sehen uns nach einer ganz kurzen Pause gleich noch einmal wieder. Studio 47. Wir sehen uns. Ob die derzeitigen Versicherungsverträge, wie sie angeboten werden von den Gesellschaften, immer noch den Anforderungen und Bedürfnissen der Kunden entsprechen, das ist immer wieder ein Thema zwischen Kunde und Versicherungsgesellschaften. Wem nützen diese Verträge mehr? Dem Kunden, der versichert sein will, oder der Versicherungsgesellschaft, die natürlich auch mit den Verträgen entsprechende Umsätze generieren will? Und welchen Einfluss haben moderne Medien wie Service-Apps und Vertrags-Apps, auf denen Verträge abgeschlossen werden können? Sicherlich bleibt eins auf jeden Fall festzuhalten: eine vernünftige Beratung werden auch Apps nicht ersetzen. Liebe Zuschauer, wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Es war sehr schön, dass Sie zugeschaut haben, und ich würde mich auch darüber freuen, wenn Sie demnächst wieder dabei sind, wenn es heißt Pecunia, Ihr Finanz- und Versicherungsmagazin. In diesem Sinne, bis dann, tschüss und auf Wiedersehen.